Das ist sie also, die sogenannte Tornado-Mobil bei ihrem Testlauf in der Kläranlage Waldkraiburg-Pürten. Die auf einem Anhänger montierte Drehkolbenpumpe besticht durch die enorme Förderleistung von Flüssigkeiten sowie Abwässer und Schlamm mit hohem Feststoffanteil. Dazu Erwin Weber von der Firma Netsch Pumpen Waldkraiburg. Also die Förderleistung der Pumpe liegt beim mittleren Drehzahlbereich ungefähr bei 450 Kubikmeter die Stunde. Das heißt, so eine Pumpe mit so einer Pumpe könnte man eine herkömmliche Badewanne in ca. 2 Sekunden ausleeren. Also 130 Liter die Sekunde wären die Förderleistung. Der Abwasser- und Umweltverband Chiemsee hat sich nun diese rund 35.000 Euro teure Pumpe angeschafft, die vorwiegend in der betriebseigenen Kläranlage Verwendung finden soll. Aber auch für andere Einsätze ist sie gedacht. Bei uns ist eigentlich, dass wir ein Zweckverband sind und 10 Gemeinden haben und wir eigentlich immer wieder Probleme haben, große Behälter zu reinigen oder leer zu bringen, haben wir sie eigentlich damals geeinigt gehabt, so eine große Pumpe zu nehmen, dass man dann eigentlich auch im Hochwasserfall auch die Gemeinden die Pumpen weiterleihen kann. Und wie war Christian Freund mit dem ersten Testlauf zufrieden? Super, also die Pumpen geht hervorragend, sie läuft ruhig, fördert gut, also macht Freude. Mit dem Durchschneiden des Bandes wurde symbolisch die Übergabe der mobilen Drehkolbenpumpe an den Abwasser- und Umweltverband Chiemsee besiegelt.